Ist denn die Steuerverteilung in Deutschland insgesamt gerecht? Und falls nicht, was heißt das? Sie ist zum einen nicht gerecht, weil sich viele daran nicht halten. Und das ist genau das, was ja, das Vertrauen auch in den Rechtsstaat erschüttert, wenn Menschen, die ihre Lohnsteuer direkt einbehalten bekommen vom Finanzamt, aber auch Selbstständige, die eine Vorauszahlung leisten müssen, unter Umständen auch in Quartalen, wo es nicht so gut läuft, wenn die dann in der Zeitung lesen, es gibt offensichtlich Leute, die über genug Mittel verfügen, über Wirtschaftsberatung, Anwälte, um sich von ihrer Bürgerpflicht, um sich von ihrer Steuerpflicht zu befreien. Das erschüttert den Rechtsstaat. Deswegen ist das die Ungerechtigkeit. Die Steuern, die aber auch nach Gesetz erhoben werden, die sind auch nicht gerecht verteilt, weil wir eine hohe Belastung von gerade vom mittleren Einkommen haben. Und hier haben wir Grünen mit unserem Steuerkonzept Entlastung, kleinere, mittlere Einkommen entlasten, sowohl von der Steuerlast als auch von der Abgabenlast und dafür sowohl Vermögen als auch Erbschaften höher besteuern.